Ja, hallo zusammen Leute, willkommen zu diesem Video. Und zwar hat die Firma Armor All uns ein paar Produkte geschickt. Kommen wir näher ran, können wir mal reingucken. Und zwar haben wir die Sachen schon benutzt, wie man hier sehen kann, ist schon ein bisschen was weg. Wir haben Autoshampoo, das ist die komplette Shield-Reihe, wie man sehen kann hier. Das ist so die professionellere Reihe von denen. Ja, Autoshampoo, Felgenreiniger, Felgenversiegelung und Scheibenversiegelung. Wobei ich schon von vornherein sagen muss, bei der Scheibenversiegelung, nur benutzen, wenn die Scheiben wirklich 100% sauber sind. Wenn die nicht sauber sind, habt ihr so leichte Schlieren drin. Es funktioniert zwar immer noch, aber sind leichte Schlieren drin. Also ich habe die Sachen verschenkt bzw. auch abgegeben unter meinen Kollegen. Und die meisten haben alles benutzt und haben auch gesagt, dass das Beste war, was sie benutzt haben. Und von der Felgenversiegelung waren die meisten ziemlich überrascht. Wir haben es zwar schon getestet, schon drauf gemacht, aber noch keinen Effekt gesehen, beziehungsweise halt nur der Reiniger, also die Reinigerversiegelung, muss man ja später jetzt sehen. Wir hatten das drauf gemacht, wo die Scheibe nicht ganz sauber war, deswegen sage ich das von vornherein. Ich habe es dann nochmal gemacht bei mir und es funktioniert super. Wenn die Scheibe sauber ist, ab 70 km/h ungefähr, perlt alles ab. Also wir hatten jetzt nicht so viel Regen in letzter Zeit hier, deswegen ist das ein bisschen schwieriger zu testen gewesen, aber es funktioniert einwandfrei. Wir haben bei meiner Mutter am Auto hier, haben wir alle drei Sachen benutzt. Das werden wir auch gleich nochmal machen, weil der Wagen ist schon wieder etwas dreckig hier, kann man sehen. Wir werden ihn gleich nochmal komplett sauber machen. Felgen kann ich euch zeigen und ich kann auch ein Bild einreichen. Genau, das machen wir mit dem Bild, ne? Vorherbild. Wäre natürlich eine geile Sache, oder? Ja? Auf Instagram zu sehen. Na ja, das auch, aber... Nein, ich kann auch ein Vorherbild hier mal einblenden. Die Felgen waren komplett dreckig. Jetzt zeig mal die Felgen, die jetzt aussehen. Wie lange bist du jetzt gefahren? Wie lange war das? Was ist das her? 5-6 Tage. Also knapp eine Woche, wo wir die sauber gemacht haben. Irgendwie sowas. Die Felge haben wir nicht versiegelt. Ihr seht, hier ist Dreck drauf. Man kann es aber relativ gut mit der Hand wegmachen. Ihr wisst, worauf ich hinaus möchte. Das sind jetzt keine hochwertigen Felgen oder sowas. Aber wie gesagt, das Vorherbild zeigt, wie die aussahen. Jetzt kommen wir zur anderen Seite. Da haben wir die Seite, ne? Ja. Ne, die Seite haben wir Versiegelung drauf gemacht. Genau, die Seite ist die Versiegelung drauf. So. Also ich sehe jetzt keinen großen Unterschied. Ehrlich gesagt, ich denke mal, das ist gleich beim Waschen der Unterschied, wie leicht das abgeht. Das würde ich sagen, oder? Also die Felgenversiegelung macht meiner Meinung nach auch erst Sinn. Hier kann man es auch relativ gut sehen. Ja, ist ziemlich dreckig, aber es geht runter. Also es geht auch in die Finger. Ein bisschen Wasser ist genau, weg. Genau. Ja, wir wollten das Auto sowieso komplett sauber machen. Also wir hatten es ja einmal schon sauber gemacht, wohl nicht komplett gründlich sauber gemacht. Das werden wir jetzt nachholen. Mein Bruder wird gleich hier innen saugen. Das Auto? Das will ich nicht zeigen. Nein, das wollen wir nicht zeigen. Das hat ja auch nichts mit den Produkten selber zu tun. Aber wir werden dann gleich in die Waschstraße fahren. Da sehen wir uns jetzt gleich wieder. Und dann werden wir den Felgenreiniger und das Shampoo dann einfach mal benutzen. Und dann gucken wir uns das Ganze mal an, wie das so funktioniert und wirkt. Wobei das Shampoo meiner wie jedes andere Shampoo auch funktioniert. Aber wie es wirkt, ist die Frage. Ne? So, wir haben es die Waschstraße geschafft. Kevin ist gerade Geld am Zählen. Die Fahrerseite war nicht mit dem Felgenversiegler. Die rechte Seite schon. Wenn wir jetzt einmal abspritzen, gucken, also einmal nur Schmutzlösung oder was das heißt, einmal drüber und gucken wir mal, wie das so auch wirkt. Hat aber nicht ganz überlebt. Hier. Ich hab's gerade gesagt. Ja, Mann, eine GoPro muss fallen können. ja, einmal nass gemacht jetzt. Jetzt machst du einmal mit der Hand, ne? Sag mal drüber gehen. Wie gesagt, wir können mal kurz zeigen, die sind jetzt hier ein bisschen nass. Vorne. Gucken wir mal hier. Oh ja, oh ja. Eieiei. Na gut, hier ist nicht ganz sauber geworden vom letzten Mal. Aber die Felgen waren auch ultra dreckig. Man habt ihr ja gesehen, ich habe das Vorherbild ja reingemacht. Und. Ja, klar. Ja, das ist korrekt. Jetzt sprühen wir das Ganze noch schnell mit Felgenreiniger ein, hier auch. Ja. Hochleistungsfelgenreiniger. Dann gucken wir mal, ob wir die Flecken da wegkriegen. Glaube ich zwar nicht, aber weil das ist wirklich hart verbrannt. Aber so, das reicht. Ja, seht ihr schon, wie sich das verfärbt? Oh, geil. Ja, 5 Minuten stand er, ne? Glaube ich. 5 Minuten, genau. So.
geht's. Hier noch. Ich glaube, so dick braucht das nicht, aber naja, ist nicht so schlimm. Hält auf alle Fälle ewig. Nach dem Motto, viel hilft hier. Nein. Also wie gesagt, 5 Minuten, da war schon da drauf. Einwirkzellen. Guck mal, das ist aber richtig. Genau, nicht länger als 5 Minuten. Genau. Guck mal, wurde nicht richtig sauber gemacht. Ja, genau. Die ganzen Innenkanten. Genau, genau. Das war schlimm. Das wirkt richtig gut. So. Und das wäre auch ein schöner Akzent für die Fail. Einfach so lila zu machen, ne? Ja, nicht länger als 5 Minuten. Boah, hier ist es krass. Das ist da, wo nur dreckig war. So, wir gehen dann mal mit dem Schwamm gleich aber direkt drüber. Au! Der läuft ein. Ja, doch. Machst du ein bisschen Schrubi-Schrubi? Was? Machst du ein bisschen Schrubi-Schrubi? Ja, guck dir das mal an hier, das ist sauber. Also ich sag noch 2-3 Anwendungen, Alter. Und die Felge ist wieder blitzeblank. Richtig ordentlich die sauber machst du. Hey, guck mal hier, diese Stellen zum Beispiel, die sind so lange eingebrannt gewesen. Das sieht man das dann ordentlich. Guck mal. Das war die Felge mit dem Versiegler drauf. Also, das Problem ist, dass, glaube ich, zu wenig gefahren bist. Dass man jetzt einen ganz, ganz krassen Effekt sieht. Aber ich sage, bei regelmäßiger Anwendung, glaube ich, ist das ziemlich geil. Doch, das sieht ziemlich gut aus. So, jetzt holen wir die anderen Felgen noch. Ich hoffe, du kannst nachträglich einen Stabilisator einbauen, weil ich habe so viel. Ach. So, ich würde sagen, wir spritzen die gleich mal ab und dann gucken wir uns das Endergebnis an. Also ich habe das Gefühl, dass die andere einfacher sauber ging. Das ist jetzt die nicht mit dem Versiegler. Weil, guck mal hier, das geht schwerer ab hier, die Scheiße. Also ich meine, der Reiniger, der bringt es schon. Aber ich habe das Gefühl, wie gesagt, dass das auf der anderen Seite ein bisschen einfacher ging. Und auch die Idee, dass ich das nur einseitig mache, hat mich der Jens gebracht, weil dann sieht man natürlich auch einen schönen Unterschied. Hier hat es jetzt nicht so den Effekt gebracht, wie man gerne hätte. Aber ich sag ganz ehrlich, trotzdem habe ich das Gefühl, dass das auf der Seite ein bisschen was gebracht hat. Wie gesagt, das fühlt sich einfach nicht so, ja, so, weiß nicht, ganz komisch an. So, das fühlt sich schwerer an, sauber zu machen, als auf der anderen Seite. Kann ich schlecht beschreiben, aber ihr werdet das sehen, wenn ihr das mal benutzt. So, jetzt spritzen wir das Auto ganz ab. Felgenversiegler machen wir natürlich jetzt auch für alle drauf. Nicht nur auf die rechte Seite. Maximaler Schutz, maximale Leistung. Ne? Nicht vergessen. Wird nur aufgesprüht auf die saubere und ganz wichtig auf die trockene Felge. Die hier ist schon so gut es geht trocken. Man sieht hier leichte Wasserspuren, aber das können wir nicht verhindern. Bei dem Wetter trocknet das so schnell hier alles. Kevin hat das letzte Mal gemacht hier. Ja. Einfach nur draufsprühen. Ja. Und dann trocknen lassen. Ne? Ja. Also ihr müsst das nicht abwischen. Das haben wir auch beim letzten Mal festgestellt. Ich muss ja auch die Gebrauchsanleitung lesen. Das ist wie so ein Deo, Alter. Ja, wenn wir dann sehen, wenn meine Mutter aus dem Urlaub wieder zurückkommt, wie der Wagen dann aussieht, weil die fahren ja auch viel dann. Die fahren ja dann, boah, alleine die Strecke hin und zurück sind fast 600-700 Kilometer. Und ich denke mal, dass man dann einen Unterschied sieht. Also dann werden wir auf jeden Fall zum zweiten Teil wiedersehen und gucken uns das Ganze an, wie das performt hat. Ich denke, meine Mutter wird das Auto nicht sauber machen in der Zeit. Hat die noch nie getan, also von daher muss sowieso mal eigentlich machen. Und für uns, also für mich, ich bin jemand, der nicht so viel von Pflegeprodukten versteht und halt auch nicht macht. Also ist noch ziemlich viel drin, ehrlich gesagt. 3 Mal haben wir das jetzt benutzt und halt 2 da. Also finde ich eigentlich ziemlich gut. Alle Produkte natürlich findet ihr links unten in der Beschreibung. Ne, das machen wir jetzt noch gleich, keine Angst. Aber bevor ich das vergesse. Ne, also ich bin echt begeistert. Also für mich als jemand, der keine Ahnung von Reinigungsprodukten hat und sowas. Ne? Also ich würde sagen, wir versuchen das jetzt noch. Ne? Mhm. Und vorher müssen wir die Scheibe ja wie gesagt komplett sauber machen. Aber guck dir das mal an, bitte. Erstens ist die Scheibe voll sauber. Und guck dir mal an, wie das schon... Das perlt. Das ist richtig gut. Und das ist halt auf einer dreckigen Scheibe, Leute. Ich würde empfehlen, am Anfang, beziehungsweise überhaupt, das Zeug auch auf die Seitenscheiben und auf den Spiegel zu machen. Auf den Außenspiegel. Weil dann habt ihr natürlich den Effekt auch. Wobei beim Außenspiegel nicht so wichtig ist. Während der Fahrt wird er eigentlich eh nicht nass, glaube ich. Aber ich meine,
es schadet nicht. Und die Seitenscheibe macht Sinn, wenn ihr nämlich so ein altes Auto wie das hier fahrt, ist es sehr interessant, weil meistens, wenn ihr die Wischerdüsen benutzt für die Scheibe, dann wird auch die Seitenscheibe voll. Und das ist nämlich das Problem an diesen, sag ich mal, älteren Fahrzeugen, wenn die Wischerdüsen. Ganz schlimm ist es natürlich dann auch vorne. Scheinwerfer könnt ihr theoretisch damit auch machen, wenn die aus Glas sind. Hat aber nicht den Effekt wie auf der Scheibe. Also hat schon den Effekt, aber ihr seht es ja natürlich nicht, was auf dem Scheinwerfer ist. Ne? So, wir machen das mal ganz hier drauf. Komm mal her jetzt hier. Scheibe ist sauber. Zumindest einigermaßen. Achso, das ist von, innen. Das ist von innen. Achso. Oh, hab schon gedacht, ey. So. Das ist einfach flüssig, also ist komplett offen. Seid ihr mit ein bisschen sparsam, also jetzt nicht übertreiben. Habe ich mich am Anfang gemacht, weil wenn ihr das auf den Lack bekommt, das perlt auch vom Lack ab dann. Also ein bisschen aufpassen. Ihr könnt das ruhig schon hier ordentlich drauf machen, dass es ein bisschen getränkt ist, so wie hier. Und dann halt einfach einmal über die Scheibe, seht ihr hier. So, und das riecht auch sehr stark nach Alkohol. Die Seitenscheibe noch direkt hinterher. Ja, das ist war dickflüssig. Ja, das ist so ein bisschen dicker ist das, ja genau. Ja, man sieht das gerade. Das ist ja quasi so eine Versiegelung, ne? Also du trägst ja auch was auf. Ehrlich? So. Das dünstet auch weg, das ist wie zum Beispiel Glasreiniger, also es ist gleich komplett streifenfrei, würde ich sagen. So ähnlich wie Glasreiniger. Ja, ist ungefähr wie Glasreiniger, genau. Oh, ich habe jetzt hier gar nichts mehr neu auf das Tuch gemacht, habe das Tuch einmal gedreht, das war so getränkt. Ja. Wie gesagt, den Spiegel könnt ihr auch mitmachen, aber es ist nicht so wichtig, dass ihr die mitmacht. Aber es funktioniert. So. Der Wagen steht, dann fällt es daran auch. Genau. Das ist eigentlich ziemlich cool, weil du hast im Winter zum Beispiel, wenn du das Tauwetter hast. Ja, das sind ja beheizbare, genau, ja. Ja gut, beheizbare, umso schneller genau. Ist es weg. Genau. So, jetzt lassen wir das Ganze ein bisschen ausdünsten. Wenn das noch Streifen hinterlässt, könnt ihr einfach mit dem Trocknen nochmal nachgehen, weil vielleicht war ein bisschen zu viel an manchen Stellen, aber auf der anderen Seite ist es schon komplett weg. Ja, man sieht den überall. Ja, man sieht so, das dauert ein bisschen, dann ist das komplett weg. Aber es hilft auf alle Fälle, Leute. Also ich habe das ein paar Mal gemacht und es hat auf alle Fälle geholfen und ihr habt es ja auch eben gesehen. Also ich bin ziemlich beeindruckt davon. Die Flasche, naja, die könnte man vielleicht einen anderen Einfülldings machen, weil ich habe jetzt schon zweimal gesaut. Aber naja, man gibt Schlimmeres, oder? Ich würde sagen, ihr habt jetzt alles gesehen, was wir gemacht haben. Funktioniert meiner Meinung nach übelst gut. Ihr habt das Abperlen ja schon am Anfang gesehen. Wie gesagt, bei ungefähr 50, 70 km/h oder so habt ihr keinerlei Probleme. Ich habe das ganz am Anfang damals bei meinem E36 auch benutzt. War aber nicht von Amorol. Das hat so funktioniert. Das hier, muss ich sagen, funktioniert definitiv besser. Das Shampoo ist wie jedes andere Shampoo auch. Riecht ein bisschen besser, finde ich, ehrlich gesagt. Der Felgenreiniger, super Sache. Der macht seinen Job auf alle Fälle. Also die Felgen, die wirklich tot waren eigentlich vorher, die waren richtig schlimm. Wie gesagt, ich blende nochmal das Vorherbild ein. Richtig gut. Ja, und der Versiegler hat meiner Meinung nach auch beim Nachreinigen geholfen. Also sprich, wenn ihr wieder reinigt, hilft es meiner Meinung nach. Werden wir aber sehen, ich denke mal, wir werden Teil 2 davon sehen, wenn meine Mutter wieder aus dem Urlaub kommt. Dann haben wir natürlich das Worst-Case-Szenario, was wir hier eigentlich haben und können uns das dann angucken. Alle Links davon findet ihr natürlich unten in der Videobeschreibung. Und danke für meinen Bruder, dass er hier geholfen hat, Kamera gehalten hat. Wenn verwackelte Bilder sind, dunkle Bilder sind, könnt ihr ihn anmeckern. Also bis dahin sage ich Dankeschön fürs Zuschauen und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Tschüss.